Hallo und herzlich willkommen zur Folge 143 von Die Chroniken von Methana Archolos. Wir sind zurzeit in dem Wald hinter Silbach, der als äußerst gefährlich immer gilt. Der ist voll mit Wagen, also okay, da oben ist irgendwas Unheiliges. Das sehe ich auch. Aber wie gesagt, hier ist alles voll mit Wagen. Wir haben in der letzten Folge fünf von denen niedergestreckt. Und hier sind einfach nochmal zwei auf jeden Fall. Also sieben Waage bisher in diesem Waldstück. Ansonsten haben wir mal, ich glaube, mal zwei, mal drei irgendwo gesehen. Aber sieben so nah beieinander, das ist schon eine Masse. Zum Glück kommen wir relativ gut mit denen zurecht. Sind ja auch mittlerweile schon gut stark geworden. Ja, der Marvin ist kein Schisser mehr. Ja, der geht in den dunklen Wald und schlägt die bösen Waage tot. Und während die großen Wachmänner wie Sunder dann meinen, war der Waage drin, kommt der Marvin raus und sagt, ah ja, pff, kein Thema, hier ist das Fell von sieben Stück. Da hinten sogar noch direkt ein Achterwag, mindestens ein Achter. Und ein Neunter und ein Zehnter. Der dunkle Wargwald. Ich will doch nur zur Imkerei. Tatsächlich sind die anderen Wege von Archelos raus nicht so gefährlich. Wie jetzt quasi die von Silbach in die anderen Gegenden hinein. Ist aber immer alles voll mit Wagen. Ja, bevor wir jetzt hier weiterlaufen, mal ganz kurz schauen, dass wir nichts übersehen haben. Denn wenn hier schon so mächtige Gegner überall rumkreuchen und fleuchen, könnte es auch gut sein, dass hier die eine oder andere wertvolle Ressource noch rumfliegt. Da oben ist auf jeden Fall eine Heilwurzel. Und irgendwas Unheiliges scheint da in sonderbar rotem Licht in dieser Höhle. So, die Frage, kommen wir hier hoch? Nee. Zumindest nicht hier. Nee, hier auch nicht. Verdammt nochmal, ich will da hoch. Aber ich glaube, von dieser Richtung her wird's nix. Nee, wir müssen dann wohl oder übel durch einen anderen Höhleneingang erstmal dahin finden. Zum Beispiel hier rechts. Da wäre nämlich eine Höhle. Und da ist noch ein Wag in diesem Busch. Die sind immer so mies versteckelt. Die Drecksviecher. Ich muss sagen, der hat bis jetzt sehr bös kassiert von uns. Und einmal hat er uns aber doch getroffen dann gegen Ende. Das ist schon die Nummer 8, ne? Ich will es nur erwähnt haben. Das ist die Nummer 8. Da auch erstmal ein Schaschlik-Spieß oder zwei. Also, 11 Waage, mindestens. Tendenz steigend. Gehen wir erstmal direkt in die Höhle rein. In der wir zumindest erstmal nichts sehen. Ich dachte erst, hier wäre ein... Ne, ist kein Eisenbrocken. Das ist einfach nur ein Strauch. Ist das ein schwarzer Bär oder ein normaler? Ah, Mann. Ja, schlag uns halt tot. Den werden wir ganz kurz los. Der will ja nichts von uns. Der will seine Ruhe, der will zurück in seine Höhle. Da hat der nichts davon, uns zu jagen. Der ist bestimmt noch hinter uns. Oder er ist weg. Er ist augenscheinlich weg. Okay, das ist aber scheinbar nicht die Höhle, die ich eigentlich da entdecken wollte. Ne, das hat irgendwie nicht so ganz dahin geführt, wo ich dachte, wo es uns hinführt. Aber wir treffen immer häufiger Schwarzbären. Und die sind eine ganz miese Angelegenheit, die Jungs. Die sind nämlich brandgefährlich. Jetzt sind wir hier noch... Oh Mann, sind die drei nah aufeinander. Ist da hinten ein Zombie? Natürlich sind auch ein Zombie. Zombie, Waage, Schwarzbären, sonst noch was? Ist das doch der Typ mit der Schürze, den wir geplättet gefunden haben? Ist der jetzt hier als Zombie wieder auferstanden, oder was? Das ist ja mega cool. 78%, by the way, sind ja besser geworden. Das ist doch wirklich ein Zombie von dem, also, ne? Also, krank, was hier abgeht.
Also muss nicht sein. Es kann auch sein, dass wir den weiter vorne gefunden haben. Aber das passt gerade irgendwie so perfekt, weil das ist der Typ mit der Schürze und so weiter. Und es ist hier genau in der Nähe auch ein Zombie mit Schürze. Das könnte der Kurier gewesen sein. Ach, Blutfliegen, normale Gegner. One-Hit-Gegner. Ne, sowas gibt's noch. Bubble-Net. Ja, die schlage ich ja mit Freuden zu Brei. 4 Stück, scheißegal, interessiert mich nicht. Wo ist die vierte? Komm, schaff dich her. Zack. Ein schwarzer Wolf, naja, ist auch kein Gegner. So, erstmal ganz Blutfliegen hier aus. Hacken noch ein bisschen hier auf dem Baum rum. Wie gesagt, wir sind zum Glück wenigstens in der richtigen Richtung. Richtung Imkerei, dann nehmen wir nämlich, geben wir nämlich die Quest noch ab. Vom Imker. Ich habe keine Ahnung, ob wir einen Tagebucheintrag bekommen bezüglich Nelson und seinem Vater oder ob wir einfach mal wieder vorbeischauen sollten. Das, keine Ahnung, wird sich zeigen. Wenn jetzt hier schon wieder ein Schwarzwert drin ist, dann flippe ich komplett aus. Ich denke mal, da ist jetzt kein Schwarzwert drin. Eine Tür, die nicht aufgeht. Okay, das heißt, es ist questbedingt früher oder später noch relevant. Alles klar, wir laufen weiter. Das wird dann einfach hochachtungsvoll ignoriert. So, und da hinten... Oh, ist ein Goblinbären, sehr gut. Der, oh, nochmal. Ach, du liebe Zeit. Direkt 2 Stück davon, Mensch. Er hätte seinen Kumpel auch mitholen können, ne, in die Party. Auch wenn du das willst. Ah, der kommt von allein, ne? Natürlich. Der lässt sich nicht bitten. Und sein Kollege kommt mit. Endlich mal ein bisschen Action hier. Aber wieder sehr wenige Crits nur. Aber egal. 3 schwarze Wölfe wurden von dieser Welt getilgt. So, und die Goblinbären sind genau vor uns. Also gut. Schwarzbär, unheilige Höhle. 3 Waage und Zombie werden noch ein wenig umlaufen erstmal. Was willst du anderes machen? Oh, normaler Bär. Der kriegt. Der kriegt. Der niedliche Teddybär hier. Ja, tut mir echt leid, dass du nicht so viel aushältst, mein Lieber. Irgendwie sind mir Bären, die sehen mir irgendwie viel zu sympathisch aus. Ich weiß auch nicht. Ich meine, klar, die sind gefährlich, aber... Sympathisch sehen sie trotzdem aus. So, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Ich hoffe, das ist ein überschaubares Tal. Liegt auf jeden Fall Zeug wieder hier drin. Hier gehen wir das Ganze mal systematisch durch. Also wir gehen erstmal an den Rand. Und nehmen Flussmürte mit überall. Und dann sammeln wir Schlammmürte und alles, was da drin noch sich vor uns verbirgt. Das ist übrigens auch wieder so ein Wasserfall, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass dahinter was ist. Da ist auf jeden Fall eine Anlegestelle, die auch sehr, 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 sehr einladend aussieht. Klinge des Deserteurs. Ja Mensch, die nehme ich mit. Also erstmal Schlammmürte, 1, 2 und 3. Na komm her, 3. Und hier die Klinge des Deserteurs. Ob die noch gut in Schuss ist, weiß ich nicht. Oh, noch Netherbeutel nehme ich auch noch mit. Habe ich den jetzt mitgenommen oder nicht? Das Schwimmen, das Schwimmen, das Schwimmen. Ich glaube ja. Zumindest ist er nicht mehr da. Also sollte er ja dementsprechend jetzt bei uns im Inventar sein. Hoffentlich. Die Klinge des Deserteurs ist leider schlechter als unsere Waffe. Es ist aber dieselbe. Ja, nicht ganz. Sehr ähnlich. Ist eine Zweihandwaffe und hat mehr Rüstungsdurchdringung, aber ist ansonsten leider auch relativ wertlos. Schade, schade. Aber egal.
Ja, doch, doch, das müsste aufgesammelt worden sein. Es ist nur, wenn du es unter Wasser einsammelst, steht es dann nochmal irgendwie links dabei, dass du es erhalten hast. Und wenn du es quasi von oben einsammelst, dann nicht, aber du müsstest es ja trotzdem also dann im Inventar haben. Wäre ja Quatsch, wenn nicht. So, dahinter ist nichts. Ich glaube, hinter dem Wasserfall leider auch nicht. Aller guten Dinge sind drei. Ne. Nichts zu holen, oder? So ganz gebe ich ja nicht auf. Okay. Ich gebe mich geschlagen, hier gibt es nichts zu holen. Ne, da kann man auch nicht hoch, das ist Quatsch. Das heißt, dann wäre da noch, wie gesagt, in diesem kleinen versteckten Tal hier mit Teich noch diese Anlegestelle, die in irgendeine Grotte führt. Das ist ja auch noch, wie gesagt, sehr einladend. Und diese Einladung können wir natürlich auch nicht ausschlagen. Ne? Deswegen gucken wir mal, was da noch zu finden gibt. Bestimmt rennen uns da auch wieder gleich irgendwelche Untoten über den Haufen. So, mal gucken, was da geht. Eine Tür. Aber ohne Schlüssel lässt sich auch hier nichts machen. Das heißt, ich hoffe inständig, dass uns die Hauptquest oder irgendeine sehr schön inszenierte Nebenquest uns hier noch hinführt. Denn es macht auf jeden Fall was her. Also wir hatten einmal da vorne eine Tür, an der sich nichts machen lässt, und hier braucht man einen Schlüssel dazu. Vielleicht ist der Schlüssel auch irgendwo hier auf dem Grund und ich hab ihn nicht genau gesehen oder übersehen. Aber das schließen wir jetzt mal einfach aus und gehen davon aus, dass das vielleicht irgendwie später noch Teil einer Quest sein wird, weil das ist ja ziemlich naheliegend. Und dann laufen wir weiter. Feldknöderich und Goblins, die schlagen wir natürlich auch zu Brei. Mal gucken, wo wir hier sind. Also hier ist auf jeden Fall dasselbe Warnschild, also für die andere Richtung, dass man hier halt aufpassen soll. Wie gesagt, die Waage waren ja auch schon Hinweis genug. Achtung, Gefahr, ne? Von der Seite aus. Und hier normale Wölfe. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssen in der Nähe der Imkerei sein. So Pi mal ungefähr. Wölfe? Ist da oben ein Snapper? Ich glaube, da oben sind Snapper. Irgendwas im Eck? Nö. Eine Weidenbeere vor uns. Aha. Auf jeden Fall auch hier wieder ein recht von uns noch unberührtes Gebiet. Moin Jungs, was geht? Auch Snapper, wie gesagt, überhaupt keine Gefahr mehr. Die haben das Nachsehen. Hier haben wir noch Heilpflanzen, Feuernesseln. Und ich meine, wir müssten jetzt dahin. Aha, okay, hier unten müsste die Araxos-Mine sein. Das heißt, dahin ist die Imkerei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier haben wir einen verschütteten Zugang, der vielleicht später mal noch. Ah, noch ein Grundstück, sehr gut. Der vielleicht später nochmal entschüttet wird, also dass man da vielleicht sogar rein kann. Wer weiß. Da ist das Snapperkraut. Kommen wir hier hoch? Nee, hoch. Tatsache. So in der Entfernung eine Heilwurzel. Aber eher in weiter Entfernung, wie es scheint. Ich sehe hier nichts. Überall Äste. Okay, hüpfen wir erstmal hier runter. Feuerkraut. Na, wo war denn die Heilwurzel? Ist die unter uns? Ist die irgendwo hier? Heilwurzel. Bin ja nie, also ist mir nie geheuer, ne, diese komischen. Wenn hier alles voll mit Sträuchern ist und dahinter ist dann vielleicht ein Abgrund. Und dann ist da vielleicht doch kein Abgrund. Oh, da ist gut was an Holz zu holen gewesen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe das Gefühl, wir hätten sogar noch weiter hochklettern können. Vielleicht wäre da noch was zu holen gewesen. So, hier ist genau das ist der Hügel mit der Seppel. Ei, Drachenwurzel, ja Mensch. Fast übersehen. Also die Telekinese, die macht hier das halbe Spiel für uns. Ohne würden wir dumm dastehen. Also wirklich extrem dumm.
Die macht hier auf jeden Fall einen guten Job. Heilpflanze, Weidenbeere ist hier oben noch was. Aha, eine Heilpflanze. Direkt vor unseren Füßen. Ist also irgendwas hier oben? Vorerst nicht. Das heißt, da unten haben wir die Mine, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Und hier haben wir noch ein bisschen Kram. Und den Kram lassen wir natürlich nicht liegen. Der wird eingesammelt. Und die Heilpflanze. Zack. So, jetzt will ich nur gerade noch gucken, bevor wir da runter marschieren, ob man da wie gesagt in der Seite ganz hoch kann. Ich werde jetzt gefühlig los, dass wir es vielleicht könnten. Ah, wobei, nee, das sieht hier. Nee, 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 nee. Oder doch? Jawoll! Ja, Moment, jetzt sind wir wieder wo ganz anders. Aber ich weiß sogar ungefähr, wo wir sind. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr zu holen. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter hoch. Und hier findet zumindest die Telekinese nichts. Das heißt, das hier ist eigentlich nur so eine Weltabtrennung, wenn man so will. Hier geht es ja auch nur runter, ne? Und hier geht es dann wieder Richtung Stadt, glaube ich. Und hier dann wieder, okay. Dann hüpfen wir einfach mal runter. Und haben hier oben halt nichts gefunden. Damit muss man sich zufrieden geben. Aber wenigstens haben wir die Imkerei wieder gefunden. Und jetzt, wie gesagt, jetzt schließt sich der Kreis komplett. Hier ist die Araxos-Gilden-Mine, ne? Und dann geht es dahin wieder zur Stadt. Ja, super. Das heißt, bis auf die, ich glaube, es sind zwei Sumpfgebiete, diesem verfluchten Gebiet, haben wir eigentlich alles mittlerweile mal gesehen von Archelos. Mal gucken, ob man hier überhaupt rein kann. Oder ob die auch Stress schieben und uns nicht reinlassen, weil dann hat es ja leider auch keinen Mehrwert für uns. Und in dem Wald unter uns, ganz tief unter uns, da waren wir ja auch schon. Und da sind wir aber, glaube ich, auch wegen Wagen, aber dann wieder einen Schritt zurückgegangen. Was wir jetzt auch machen könnten. Was sagt der Söldner hier? Was kannst du mir über die Mine erzählen? Sie ist eine der drei wichtigsten Minen der Insel, zusammen mit der Salzmine des Königs und der Silbermine von Ulrik. Die Schürfer, die mit Araxos zusammenarbeiten, die Schürfer, wir bauen hier Gold ab. Deshalb sind nur die besten Leute wie ich damit beauftragt, diesen Ort zu schützen. Was kannst du mir über die Söldner der Gilde erzählen? Frag jemanden in der Stadt nach uns, jemanden, der ein wenig mehr Zeit für ein Gespräch hat. Ach, du hast hier keine Zeit für ein Gespräch, stehst den ganzen Tag hier nur rum, oder was? Wie geht's? Ich bin sicher, du hast noch etwas Besseres zu tun, als mich zu belästigen. Tatsächlich nicht. Anoren-Söldner. Können wir Zeug klauen? Kann man bestimmt Zeug klauen. Ein Söldner. Mal was lesen. Oh, Rohstoffgewinnung plus 3, sehr gut. Die Grundlage guten Schürfens und guter Holzfällerei ist die richtige Position. Wer dies nicht beherzigt, wird keinen Erfolg haben. Außerdem gilt, nur wer das Vorkommen im Auge behält, kann erkennen, wo der nächste Schlag zu setzen ist. Obwohl sie anfangs verschieden erscheinen, können sowohl Schürfen als auch Holzfällen als eine Fertigkeit betrachtet werden. Die Rohstoffgewinnung. Viele glauben fälschlicherweise, dass Kraft oder Geschick einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Aber das Wichtigste ist unzweifelhaft Übung. Sie kann einerseits durch den Abbau von Rohmaterialien erzielt werden, andererseits auch durch den Unterricht durch einen Lehrer. Während des Abbauens können häufig zusätzliche Materialien gewonnen werden. Beim Fällen findet man immer einige Äste und bei der Erzförderung kann der kluge Schürfer Erzpulver auffangen. Ein erfahrener Handwerker wiederum kann aus seinem Rohmaterial oftmals ebenso mehr gewinnen. Ein Bognermeister wird mehr Pfeile aus einem Ast fertigen und ein Meister in Alchemie mehr Pulver aus einem Brocken Erz. Okay, sehr interessant. Ich bedanke mich vielmals. Und hier ist Finn. Ist das hier der Aufseher der Mine? Darf ich einfach rumklopfen auf der Goldader? Oder gibt es dann Stress? Ich kann hier gar nicht ansetzen. Okay. Hallo Finn. Wer bist du? Mein Name ist Finn und ich bin dafür verantwortlich, Schürfer für die Mine zu rekrutieren und die erschöpften Goldbrocken in Goldmünzen zu tauschen. Bist du auf der Suche nach Arbeit? Ja klar, ich würde gerne als Schürfer arbeiten. Dann finden wir mal heraus, was du kannst. Folge mir. Siehst du diese Ader? Sie enthält kaum noch Gold, aber es sollte reichen, um deine Fähigkeiten zu testen.
Ich kriege eine Spitzhacke von dem und darf wieder rumhacken. Ja, klar. Hacken, hacken, hacken. Hacken, 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 hacken. Alle holen ganz viel Goldbrocken hier raus. Mensch, von wegen leer. Verdammt, es ist schon lange her, dass ich jemanden gesehen habe, der so professionell mit einer Spitzhacke umgehen kann. Mehr brauche ich nicht zu sehen. Dich können wir gebrauchen. Also gut, fassen wir zusammen. Du bist nicht schlecht mit der Spitzhacke. Du bist ein guter Schürfer. Aber du gehörst nicht zu unserer Organisation. Die endgültigen Bedingungen der Vereinbarung, die ich dir geben kann, lauten wie folgt. Du erhältst die Hälfte der geschürften Brocken. Die Gebühr für den Eintritt in die Mine kostet dich 100 Goldstücke. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass die Bedingungen nicht verhandelbar sind und der Vertrag von dem Zeitpunkt an gültig ist, an dem du die Mine betrittst, bis du sie verlässt. Aus Sicherheitsgründen musst du bei jedem Eintritt eine Gebühr bezahlen und beim Verlassen der Mine wird ein Teil der geschürften Brocken einkassiert. Also, sollen wir unterschreiben? Klar, das klingt nach einem ziemlich vernünftigen Bedingungen oder einem guten Angebot. Ausgezeichnet, hier ist der Vertrag zum Unterschreiben. Das ist vollkommen okay, dass wir das machen, denn wir werden die Goldbrocken nämlich gar nicht groß mit rausnehmen. Gut, geh einfach rein, wenn du bereit bist. Und noch was, wenn du die Goldbrocken bei dir trägst, solltest du sie besser nicht mit in die Mine nehmen. Auf dem Weg nach draußen wird man dir alle berechnen, die du dabei hast. So viel zur Araxos Goldmine, das ist jetzt allerdings keine Quest, sondern eine Information. Und genau, bevor ich hineingehe, sollte ich meine Brocken in meiner Truhe verstauen. Wo auch immer meine Truhe ist, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, 10 Goldbrocken noch aus der Ader rausgeholt. Ich habe gelesen, das sind die besten Bedingungen, dass man die Hälfte davon behalten kann, die Hälfte abdrücken muss. Aber das müssen wir gar nicht tun, denn es gibt in der Mine jemanden, bei dem wir Goldbrocken eintauschen können. Und zwar gegen, ich weiß nicht, ich glaube Nahrungsmittel, aber nichtsdestotrotz lohnt sich das. Ich glaube sogar Äpfel oder Himbeeren habe ich was gelesen von. Das heißt, die Goldbrocken, die wir besitzen, die wir für die Herstellung von Ausrüstung benutzen können, die werden wir natürlich noch irgendwie verwenden. Aber soweit erstmal zur Araxos Goldmine. In der nächsten Folge gucken wir uns noch draußen erstmal ein bisschen um und geben die Quest ein ganz besonderer Honig ab. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht tatsächlich hier reingehen. Bestimmt gibt es ja auch eine Truhe, bei der wir die Sachen deponieren können. Wäre ja Quatsch, wenn wir erst in die Stadt rennen müssten, in irgendeine Truhe, um das ganze Zeug zu versteckeln, um hier wieder herzukommen. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall schlauer sein. Bis dahin. Tschüss.